Fitness Diaries. Deutschlands bekannteste Influencer geben euch exklusive Einblicke in ihren Lifestyle. Hallöchen. Hey, meine Lieben. Ich bin die Catherine Schulze. Adrienne Collison. Jessica Paschka. Sophia Thiel. Ich bin Anja. Fitness Diaries ist ein ganz privates Tagebuch. So privat habe ich mich noch nie gezeigt. Heute dreht sich bei Fitness Diaries alles um das Thema Schönheit. Adrienne steht zu ihrem Beauty-Geheimnis Botox. Alle, die es nicht sehen können, müssen wegschalten. Bye-bye Extensions, hallo Natürlichkeit. Anjas Selbstliebe macht schön. Catherines Motto, mehr Realität auf Instagram. Wenn ich mal einen Pickel hab, dann habe ich halt einen Pickel. Jessica konnte sich nicht immer selbst lieben. Ich bin nicht mehr laut wie früher und ich habe mich sehr, sehr stark verändert. Und von den Thiel-Schwestern bekommt ihr wertvolle Girl-Power-Tipps. Das ist Schönheit, Selbstbewusstsein, voll. Stärke. Ihr werdet nicht gleich aussehen wie Männer. Anja startet in aller Ruhe ihren Tag. Schönheit bedeutet für mich so viel mehr als nur das Aussehen. Also die absolut meisten meiner Beauty-Tipps haben mit innerer Schönheit zu tun. Genauso auch mein absolut erster Beauty-Tipp. Wasser. Wasser ist für mich das absolut Wichtigste. Ohne Wasser geht gar nichts. Deswegen jeden Abend, bevor ich mich schlafen lege, muss ich Wasser neben mein Bett stellen, weil ich hasse es, wenn ich nachts aufwache, da habe ich einfach immer Durst und wenn dann da kein Wasser ist, das geht einfach nicht. Nach morgens, das allererste, was ich mache, bevor ich etwas denke, automatisiert dafür. Beauty-Geheimnis Wasser. 0 Kalorien, 100%iger Durstlöscher und gut für Stoffwechsel und Durchblutung. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig für mein äußeres Erscheinungsbild getan, wie ich es heute tue. Und doch fühle ich mich schöner als früher, wo ich alles Mögliche an mir äußerlich verändert habe. Es liegt aber daran, dass ich heute viel mehr auf meine innere Schönheit setze und mir immer wieder Momente für mich rausnehme, egal wie stressig mein Alltag ist. Ich erlaube mir das. Ich nehme mir Zeiten für mich. Ich gönne mir am Morgen 5 bis maximum 10 Minuten, einfach um für mich Ruhe zu finden. Ich meine, wie oft starten wir einfach schon viel zu gestresst in den Tag und wenn ich halt die Möglichkeit habe, mir 5 Minuten zu nehmen, in diesen 5 Minuten, wo ich dieses Wasser trinke, spiele ich mir auch gerne meinen Lieblingssong ab. Mach mir kurz ein bisschen gemütlich und weck so meine Seele auf. Das tut einfach so viel besser und ich gehe so viel positiver durch den Tag, als wenn ich schon gestresst irgendwie schminke, frühstücke, anziehe, alles gleichzeitig. Der Tag wird nachher noch stressig genug. Wenn du eine falsche Wahrnehmung von dir selbst hast, hast du keine Chance, dich schön zu fühlen. Schön sein hat definitiv mit der Einstellung zu dir selbst zu tun. Genug Halligalli hier. Jetzt ziehe ich mich an. In den letzten Jahren hat Anja eine andere Definition von Schönheit für sich gefunden. Als Fitnessmodel stand die Schweizerin unter dem Druck, den perfekten Körper haben zu müssen. Ein Jahr später fand sie den Weg zu sich zurück und ist nun natürlicher denn je. Früher konnte ich erst aus dem Haus gehen, wenn meine Extensions bis zum Po runter perfekt gestylt waren. Jetzt heute trage ich ja meine Naturlocken und ich habe mir schon ewig keine Farbe mehr reingemacht und ich habe es auch nicht mehr vor. Und vom Make-up her auch meine Gelnägel und Wimpern-Extensions, ich brauche das irgendwie für mich nicht mehr. Generell habe ich absolut kein Problem mit dem puren Ich. Adrienne teilt ihr Beauty-Geheimnis mit euch. Test, Test, Test. Guten Morgen. Ab
Adrienne ist ja schon 34 und damit ich ein bisschen frischer aussehe, ich setze mal hier diese Ersatzaugen ab, habe ich, das ist eines meiner Geheimnisse, ich habe Botox in meiner Stirn. Verurteilt mich nicht dafür, ich habe es in meiner Stirn. Ich glaube seit, oh jetzt sieht man es auch wieder gut, wie es ein bisschen zurückkommt. Ich weiß gar nicht wie lange. Ich treffe heute meinen Arzt 11 Uhr und dann werde ich ihn nochmal fragen. Im Polizeialltag muss Adriens Morgenroutine vor allem schnell gehen. Ich will mich jetzt hier vor dem Spiegel so ganz fesch schminken, um das mal so richtig beauty-mäßig zu machen. Es wird eher noch schlimmer. Seit dem Teenageralter leidet die Dresdnerin unter einem unreinen Hautbild. Ich hatte mal eine Zeit lang so Wimpern-Extensions und das fand ich an sich auch eine richtig coole Sache. Aber jetzt durch die Sache mit meiner Haut, dass das eh alles so sensibel reagiert, wollte ich halt nicht mal, dass der Kleber vielleicht mit meiner Haut reagiert und habe mich dann davon getrennt. Ich mag es einfach natürlich und ich stehe dazu, wie ich halt aussehe. Und mit 34 sieht man halt früh nie aus wie aus dem Ei gepellt, aber ich glaube, ich sah noch nie aus wie aus dem Ei gepellt. Ich glaube, ich bin fertig. Das sind Steven und ich, als wir noch jung waren. Da sieht Steven so blöd aus. Den kann ich nicht zeigen. Ich aussah wie so eine Miss President. Miss President. Ich bin jetzt nicht so mit meinem Körper, dass ich sage, wow, boom. Ich bin so schön und ich habe so viele Follower. Und von Likes und von du bist so schön kann man sich nichts kaufen. Und ich mag es, wenn mich Menschen persönlich schön finden. Ich mache mir da echt nicht so viel aus Mode und aus Schminken und aus all den Dingen, weil ich tatsächlich finde, ein natürlich schöner Mensch kann wirklich durch seine Persönlichkeit vieles überstrahlen. Ich kann es auf den Tod nicht ausstellen, wenn Menschen aufgrund ihres Äußeren irgendwie gemobbt werden oder runtergemacht werden oder was auch immer. Auch mir ging es ja so. Also ich hatte ja auch einen zu dicken Hintern für viele. Oder meine Brust brett mit Warzen. Ich hatte auch mal eine feste Zahnspange, da war ich die Leitplanke. Und egal, ob man das jetzt so lustig erzählt, es ist in den Momenten nicht lustig. Hör auf, ich muss los. Genug gequatscht. Wollt ihr noch mal Steven sehen? Er sah so schön aus. Er sieht aus wie ein Model. Wir waren jung. So, Ende. Oh Gott. Für einen Friseurbesuch reist Jetsetterin Catherine auch gerne mal durchs halbe Land. Von Berlin nach Köln. Bei der Friseurin ihres Vertrauens werden heute die Extensions ausgetauscht und die Spitzen geschnitten. Hier ist auch immer schön der separate Bereich. Die VIP-Lounge hier. Ist immer ganz schön, aber so einen schönen Platz. Das ist auch so wunderschön gemacht. Da stehen immer so ganz viele Süßigkeiten. Das ist immer mega gefährlich. Jetzt werden erstmal die alten Haare rausgenommen. Das kann auch ein bisschen dauern. So. Für mich ist Schönheit, wenn man einfach viel lacht und glücklich mit sich selbst ist. Weil wahre Schönheit kommt wirklich von innen. Und das verkörpert man dann auch und lebt man dementsprechend auch aus. Ich muss sagen, dass ich im Laufe der Jahre wirklich zu mir selbst gefunden habe und eigentlich gar nicht so viel nachhelfen möchte. Klar, die Kleinigkeiten, die so viele Frauen machen, die Extensions, Wimpern oder die Nägel verhärten, sehe ich jetzt nicht wirklich als Nachhelfen. Also ich habe weder Schönheits-OPs hinter mir noch Sonstiges, weil ich denke mir immer so, hat schon seine Gründe, warum ich so auf die Welt kam und nicht anders. Ist die Verwandlung vollbracht. Jetzt werde ich mich gleich noch ein bisschen schminken, weil heute Abend sind wir noch mit Freunden verabredet, also der Marco und ich gehen noch was essen und ja, dann mache ich noch 2 Minuten ein bisschen kusch, kusch, kusch und dann ist das fertig. Man sagt ja, in der Medienwelt soll man immer perfekt aussehen, aber da schweife ich halt so ein bisschen ab. Ich spiele den Leuten nichts vor, wenn ich mal einen Pickel habe, dann habe ich halt einen Pickel und dann halte ich den auch in die Kamera und sage, so Mädels, das ist die Realität. Diese Mädels, die ihr teilweise bei Instagram seht oder im TV, die entsprechen nicht der Realität, weil Perfektion gibt es nicht und das möchte ich auch gern übermitteln. Jeder hat mal seine Ecken und Kanten, aber mein Gott, sonst wären wir ja alle gleich, wenn wir keine Fehler hätten, oder? Guck mal, wie
ich heute unterwegs. Hi. Mit der Bella. Ich bin extra aus München gekommen und wir wollten heute einen Tag zusammen verbringen und vor allem einen ganz besonderen Stopp machen. Und ja. Zwar zum allerersten Mal die neuen Sachen von der Sophia angucken. Ja, und zwar im Müller und im Rossmann. Und da haben wir natürlich eine große Heimwäsche. Und da wollten wir vorbeischauen. Ich bin schon ganz aufgeregt, denn das heißt, es gibt einen lebensgroßen Aufsteller. Genau, wollten wir euch auch mal zeigen, was die Rosenheimer Hood, so, wie die so aussieht, unser Ghetto. Ja, deswegen sind wir jetzt eine Gang und schauen da mal hin. Neben dem Kraftsport teilen die Thiel-Schwestern beim gemeinsamen Bummen die Leidenschaft für Wohnungsdekoration. Und wir stehen jetzt gerade hier vor einer Müller-Filiale und es ist so krass, ich muss es euch einfach zeigen, oder Bella? Das ist einfach ja, voll cool. Überall ist die Fifi drauf. Da gehen wir jetzt hier mal rein und schaut gleich hier die Diebstahlsicherung. Die Diebstahlsicherung. Dann geht's weiter. Oh, wo sie hin? Warte. Dann sind wir einmal hier im einmal Fifi im Körbchen. Dann wackeln wir ein bisschen hinter. Achtung, Achtung! Zack! Nummer eins. Eine große Fifi. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Und jetzt kommt, was ich noch gar nicht gesehen habe. So krass. So, jetzt sind wir auch beim Rossmann angekommen. Jetzt gucken wir mal, wie der Aufsteller hier so aussieht. Ich bin schon ganz gespannt. Und hinterher. Ihre eigenen Kosmetikprodukte im Handel zu finden, ist für Girlboss Sophia immer noch keine Selbstverständlichkeit. Tada, auch im Rossmann gibt es einen Aufsteller. So cool. Und dann sieht man hier, auch hier, Sweet Apricot. Überall weg. Also Bella und ich haben beide gedacht, dass Sweet Jasmine eigentlich am besten ankommt. Ich bin so happy darüber, weil ich hatte mir gar nicht vorgestellt, dass vor allem auch bei Müller dieses Ausmaß an Sophia überall klebt. Jetzt ist es schon relativ spät geworden und draußen ist schon dunkel. Jetzt hocken und fahren wir mal ein bisschen nach Hause, kuscheln uns ein mit einer Tasse Tee und würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Der Entspannung schon etwas näher ist Jessica. Sie gönnt sich einmal im Monat Zeit für sich in ihrer Lieblings-Beauty-Oase. Hallöchen! Ist das nicht schön? Das Leben ist schön und genau so ist es. Und das Allerbeste ist, du bist schön! Jetzt schmeiße ich mich in den Bademantel und Haare zu und erstmal total entspannen. Und jetzt geht's los. Ich gönne mir auch. Ich gönne mir hier auch Schokolade. Es gibt Früchte und ein bisschen Schokolade, Latte Macchiato, alkoholfreien Sekt. Mmh, lecker, 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 lecker. Oh, lecker, lecker, lecker. Ja, es gibt Salat. Jetzt wird erstmal geschlemmt und danach geht's weiter. Der Magen ist voll. Und jetzt bekomme ich eine schöne Gesichtsbehandlung. Jetzt kommt das Make-up von heute Morgen endlich ab. Ja, dann wollte ich wieder richtig entspannen. Sieht ja aus wie ein kleiner Schlumpf. Die Fire and Ice Gesichtsbehandlung erfolgt in mehreren Schritten und verspricht eine schnelle, aber schonende Erneuerung der Hautoberfläche. Beauty für mich bedeutet, ich muss mich schön fühlen von innen. Ich muss mich einfach lieben von innen. Ich habe mich nicht immer geliebt und jetzt bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich einfach happy bin, dass ich die Person bin, die ich bin. Meine erste Schönheits-OP war mit 19. Ich habe mir die Hüften absaugen lassen, weil ich todunglücklich war. Ich war nie dick. Ich wog 68 Kilo. Ich hatte ein bisschen Hüftspeck, aber das war's auch schon. Ich wollte immer so eine Skinny sein, ja, mit einer super schmalen Taille, dann Brüste. Und ich wollte dafür so wenig wie möglich tun, das schnell erreichen und habe mich unters Messer gelegt. Wie konnte ich diese Message haben, dass es völlig in Ordnung ist, sich so früh operieren zu lassen. Ja, ich muss ganz kurz ausmachen. Ich habe nach der OP, also nach den Absaugungen, trainiere ich sehr, sehr stark an meinem
Unterkörper. Ich habe den Booty Guide entwickelt. Ganz, ganz viele Lieblingsübungen sind in diesem Booty Guide von mir und ich bin sehr stolz darauf, dass ich sowas mit Shape Republic entwickeln konnte. Ich wollte was ganz, ganz Eigenes, Besonderes haben zum Mitnehmen für jede Frau, die einen knackigen Popöchen haben möchte, mit dem Booty Guide zum Traumpopöchen. Ich habe immer das Gefühl gehabt früher, dass mich die Menschen sehr schnell verurteilt haben für vielleicht einen auffälligen Look oder starkes Make-up oder blondierte Haare. Und jetzt muss ich mich niemandem mehr beweisen. Ich schminke mich heute immer noch gerne, aber anders. Und ich brauche keine Aufmerksamkeit mehr. Ich bin nicht mehr laut wie früher und ich habe mich sehr, sehr stark verändert. Ich bin so, also das hört sich jetzt bescheuert an, aber ich bin so erwachsen geworden, dass ich selber darauf sehr, sehr stolz bin, dass mir sehr, sehr viele Sachen jetzt einfach viel bewusster sind, viel stärker klar sind im Kopf, dass ich weiß, dass ich jetzt einfach die bin, die ich immer sein wollte. Jetzt brennt's! Mit ihren 28 Jahren hat Jessica zu sich selbst gefunden und lernt sich selbst zu lieben. Das ist mein Gesicht ohne Make-up. Einmal im Monat sollte man sich im Kalender ganz, ganz dick anstreichen. Ein Tag nur für mich und für niemand anders. Zeit für sich selbst nimmt sich auch Anja bei ihrer Morgenroutine. Ich glaube, ich habe mich allgemein noch nie so natürlich gezeigt, wie ich es heute kann. Trotzdem aber heißt das nicht, dass ich mich nie style oder nie gerne sexy zeige. Mir geht das, ich kann das so nicht ab, dass dann so viele Männer gleich denken, oh, jetzt zeigt sie sich sexy für uns. Nein, ich schmink mich auch gerne mal nur für mich. Ich finde, das hat was mit Selbstliebe zu tun. Auch dir selbst mal zu zeigen, hey, guck mal, so kannst du auch aussehen. Also jetzt machen wir hier ein kleines Vorher-Nachher mit meinem, wenn ich mich dann schminke, Tages-Make-up. Also hier haben wir das Vorher. Also ein bisschen Concealer unter die Augen. Das ist so eigentlich ein dunklen Lidschatten, den habe ich seit Jahren. Aber ich mache mir damit mega gerne meine Augenbrauen. Und jetzt gibt's Wimperntusche. Dann zu guter Letzt habe ich hier eine Palette und ja, da sieht man auch, was ich am meisten benutze, nämlich dieses Bronzing Powder. Und das hier wäre eigentlich ein Lidschatten, aber das verwende ich als Highlighter. Und zuletzt noch ein bisschen Lippenpflege. Und das wär's. Ich glaube, du kannst die schönste Frau oder der schönste Mann der Welt sein. Das ist völlig egal. Wenn du selbst nicht der Meinung bist, dass du schön bist, können dir noch so viele Leute kommentieren und schreiben und Komplimente machen, wie toll du bist. Wenn du selbst dich anders wahrnimmst, wenn du eine falsche Wahrnehmung von dir selbst hast, hast du keine Chance, dich schön zu fühlen. Schön sein hat definitiv mit der Einstellung zu dir selbst zu tun. Shape Republic Fitness Food. Du willst easy und unkompliziert abnehmen, weniger Kohlenhydrate und trotzdem genießen? Oder den Protein-Fitness-Boost für deine Traumfigur? Dann entdecke die Vielfalt unserer Produkte sowie Rezepte, Workout-Tipps und mehr auf shape-republic.com. Adrienne stattet ihrem Schönheitsdoc alle 3 Monate einen Besuch ab. Das ist der Herr Dr. Zimmermann, der kümmert sich um meine Schönheit im Gesicht. Das ist ja heute für mich ein gewohnter Eingriff. Für die Schönheit. Ich glaube, seit 2015 sind wir jetzt beieinander, ja, sozusagen, und machen regelmäßig eine Botox-Behandlung in dem Areal, nämlich ein bisschen auf der Stirn, dass die so glatt bleibt, wie sie jetzt ist.
Genau. Und zwar bin jetzt aufgeregt. Schon runter. Und zwar eben vorbeugend. Genau. Das werden auch schon einige sagen, warum braucht ihr jetzt Botox? Ja klar, wenn Sie schon derbe Falten in der Haut haben, dann kann man mit Botox auch nichts mehr erreichen. Sondern wir arbeiten vorbeugend. Genau, vorbeugend. Und hier, man sieht, in dem Licht sieht man es perfekt, es kommt zurück, die kleinen Falten kommen zurück. Genau. Und die Zornesfalte. Wir machen nie wieder hier. Nein. Niemals wieder. Genau. Richtig. Aber hier und vielleicht hier wieder. Mein gesamtes Gesicht war eingeschlafen. Das ist ein Bild aus Juli 2016, New York City, hier auf dem Rockefeller Center. Seht ihr das? Mein Blick ist völlig ausdruckslos. Adrienne hat ihr persönliches Beauty-Rezept gefunden. Alle, die es nicht sehen können, müssen wegschalten. Also es tut wirklich überhaupt nicht weh. Man merkt den Einstich, ja. Genau. Aber es schmerzt nicht. Und man sieht dann, ich gehe ein bisschen neben meinen Punkt, damit ich das Kajal nicht unter die Haut bringe, sozusagen. Ich sage immer Glykonenfürstin. Ne? Ich bin's, eure Fürstin. Genau. Ich bin. Aber nur für 10 Minuten. Manche Menschen setzen sich jetzt tatsächlich noch hin und warten 10 Minuten, bis die Beulen weg sind. So. Aber ich habe schon wieder die nächsten Termine und gehe genauso aus dem Haus. Stört mich nie. So, es ist jetzt wie viele Tage her? Wann war ich bei der Botox-Behandlung? Ich glaube, heute haben wir Freitag und ich war am Dienstag. Das heißt, es ist jetzt insgesamt Mittwoch, Donnerstag, 3 Tage her. Und wie man sieht, meine Stirn, diese Rillen kommen nicht mehr. Zornesfalte geht noch minimal, aber wie gesagt, dauert ja bis zu 10 Tage, bis die Wirkung sich komplett entfaltet. Ja, es ist eigentlich egal, wie man ist, ob man eine große, kleine Nase hat. Man muss mit sich selbst zufrieden sein, sich wohlfühlen. Und es steht keinem Menschen der Welt offen, über das Aussehen eines anderen zu richten und zu entscheiden und zu sagen, dass es jetzt gut ist oder schlecht ist und dass da was gemacht werden muss. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. So, Amen. Nach einem aufregenden Shopping-Tag wollen wir auch von Sophia und Bella erfahren, welche Bedeutung Schönheit für sie hat. Ist das symmetrisch? Was ist symmetrisch? Oder passt dieser Ausschnitt? Findest du, es passt? Ja, wir haben uns jetzt einen Tee gemacht. Prost. Und jetzt konnten wir alle gemeinsam mal sehen, wie die Kosmetik so in Müller und Rossmann aussieht. Oh ja. Voll toll. Danke, dass du das ist sehr schön geworden. Das für mich bedeutet Schönheit jetzt nicht nur eben das Äußere, also dass man eben sagt, okay, mit Training und Ernährung kann man ja sein Äußeres formen, aber dass ich schon immer als schön irgendwie empfunden habe, ein Mensch ist für mich eigentlich erst schön vom Inneren her. Es hört sich zwar jetzt an wie so eine alte Floskel, aber wenn ein Mensch herzlich ist, ist er für mich automatisch schön. Sport gibt eben die Möglichkeit, dass man die beste Version aus sich selbst macht. Und das finde ich eben ist das Coole, man lernt sich selbst kennen. Aber ich zum Beispiel mag mich halt definierter, ehrlich gesagt, lieber, als wenn ich ein bisschen weicher bin. Ich bin mit meinem Heck oft sehr unzufrieden. Das Heck, Bug und Heck. Ja, beim Bug ist es einfacher, also bei mir auch die Schultern sind ein bisschen einfacher zu modulieren. Ich geh mal kurz ran, du kannst weiterreden. Okay. Ich brauch mich jetzt gerade gar nicht. Ja. Nee, was gefällt mir man müsste eigentlich generell viel zufriedener sein. Jeder hat seine Baustellen und sein Päckchen zu tragen und... Das war keiner dran. Nö, keiner dran. Was auch ein großes Thema ist bei den Frauen, ist halt klar, die Oberweite geht weg. Und dann wird ja gleich zum Beispiel da kritisiert, dass man, wenn man Sport macht, sieht man männlich aus. Und man hat ja gar keine Brüste mehr. Aber das war für mich auch schon irgendwie ein Thema, was ich nicht diskutieren hätte müssen. Denn eine OP wäre für mich nie in Frage gekommen. Wir beide sind Fan des Kraftsports, wir lieben Muskeln und deswegen Frauen ran an die Hantel. Ja. Das ist Schönheit, Selbstbewusstsein, voll. Stärke. Ihr werdet nicht gleich aussehen wie Männer. Nein, keine Angst Fall. Vor Gewichten. Nein, das ist eben toll und es trägt einfach nur dazu bei. Und genau. Das ist ein guter Schluss. Ich habe keine Ahnung. Ja, warum nicht? Also, wie kann man soll man sich verabschieden? So wie bei der Muppet-Show. Genau, die Muppet-Show. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche bei Fitness Diaries. Bye bye Kälte. Adrienne nimmt euch mit in die Sonne Südafrikas. Anja genießt wertvolle Freundinnenzeit.
Und Action-Fan Catherine tobt sich mit Freund und Familie aus. Sophia geht einkaufen. Weg damit! Sophia und Ernährungswissenschaftler Achim Sahm auf der Suche nach den Geheimwaffen unter den Lebensmitteln. Und Jessica zwischen Rampenlicht-Euphorie und Heimweh. Ich möchte auch immer schnell nach Hause, weil ich dann auch immer schnell Heimweh habe. Meine Lieblingsshakes findest du auf shake-republic.com.